Hey, yo, what's up? Yo. Herzlich willkommen zurück bei Wo du winnst. Am 20. September um 0:24. Und yeah. Oh, stop it. Wir haben beim letzten Mal hier aufgehört. Hey, watch the equipment. Sorry. Say, I'm looking for a friend of mine. Nice gal, kinda wise looking, bound head to foot. Well, I might be able to help you, given a little incentive. You scratch my shell, I scratch yours, you know what I mean? I hope not. Tell you what, I'm working on a highly complex project here, very advanced and scientific. Only a gifted inventor like me can grasp the theories involved. You're building a balloon. Yeah. Looks like you need some cloth for the balloon, a propeller to steer it, and some gas for the burner. Yeah? I'm on it. See you later. And while I'm gone, why don't you invent some breath mints? Gut, das hatten wir schon mal gesehen, aber ist egal. How you doing with those balloon parts, Sport? Absolut gut. Ich hab schon richtig viel gemacht. Ja, ich weiß, dass wir beim letzten Mal so ein Ding verpasst hatten. Deswegen würde ich eigentlich ganz gerne nochmal hoch. Die Frage ist, wie kommen wir hoch? So, ein hübsches Labor übrigens. Hat einen gewissen Charme. Auch hier diese sehr komplexe Zeichnung. Sausage, Bread, Milk, Eggs. Okay, da hat hier jemand seine Einkaufsliste aufgeschrieben. Oh nein. Gefällt mir schon wieder nicht, dass das hier so ausufern wird. Unten gibt's einen Weg. Hier gibt's einen Weg. Na, oh, ich hoffe, wir können irgendwann nochmal zurück in das andere Gebiet. Er sollte eigentlich schon gehen, dass spätestens wenn wir wieder so eine U-Bahn oder was das ist finden, dann sollte das eigentlich kein Thema sein. Weil wie war das nochmal mit der. Ah ja, das war die First Person quasi. Hier gibt's aber sonst nichts. Oh hey, schickes Labor. Kann man mitarbeiten mit dem Labor hier? So, gehen wir mal hier lang. Ja, nu, also hier ist nix. Okay. Ja, dann auf nach unten, würde ich sagen. Oha. Okay. Ich glaube, so groß ist der Bereich hier eh nicht. Es gibt 10 von diesen Dingern. Und 2 von diesen Totem-Teilen. Ich glaube, wir haben schon alle 10 jetzt. Okay. Was mit der. Oh Gott. Wir hatten doch gerade erst einen Bosskampf. Muss ich jetzt ernsthaft da runter? Ich will da nicht runter. Oh Gott, okay. Ich denke schon, dass ich da runter muss. Okay, interesting. Eins, zwei. Es gibt hier zwei Wege, die wir gehen können. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach rechts. Okay. Mal schauen, was uns da erwartet. Boah, wir können sogar aussuchen, wo wir lang wollen. Die Oberstadt. Oh oh. Well, that looks quite dangerous. Doppelsprung, Ah, der alte Jump and Run-Trick, hä? Okay. Ich understande. Aha, okay. Ah. Ich hasse das Siech. Wie konnten wir nicht auch. Ah ja. So war das. Irgendwie so war das.
Okay. Das ist scheiße. Ich hätte vielleicht erstmal gucken sollen. Ah, hier war das mit diesem Schwebesprung. Ich hoffe mal, es ist nicht schlimm, wenn man Game Over geht. Schon sehr bald muss ich mir darüber wahrscheinlich Gedanken machen. Ich weiß gar nicht. Okay. Okay, doch, das hat funktioniert. Aber das muss schon ziemlich genau getimed sein. Oh Gott. Weg mit euch. Ah, lebst ja noch. Ich frag mich, was die beste Taktik gegen die Typen ist. Ich hab's nämlich noch nicht so ganz gefunden, irgendwie. So, hier, das ist einfach nur der Weg außen rum. Ja. Okay. Das sieht überhaupt nicht gefährlich aus hier. Ich habe überhaupt keine Angst, runterzufallen. Nein. Okay. Oh. Falls ihr euch übrigens fragt, warum Claudio mal dabei ist und mal nicht. Ich spiele das hier einfach, weil ich Bock drauf habe. Und das ist jetzt kein festes Spiel, was ich irgendwie nur mit Claudio spiele oder so. Aber ich gehe halt immer in den Call und mache Bildschirmübertragung quasi an. Und ja. Dann kommt er halt entweder rein oder er kommt nicht rein. Je nachdem, ob er gerade noch irgendwas zu tun hat oder sonst irgendwie. So läuft das. Okay, what's this? Oh, das Säurebad. Nice. Oh, oh. Okay. Also diesen Sprung muss ich noch ein bisschen einstudieren. Aber ich glaube, den brauche ich in Zukunft noch öfter. Deswegen sollte ich mir den beibehalten. In Erinnerung behalten, dass er existiert. Oh Gott. Ich mag die Viecher einfach nicht, ey. Okay. Fick dich. Okay. Man kann die Viecher Gott sei Dank von unten irgendwie killen. Okay. Ich-Perspektive. Aha, 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 okay. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei diesem Geräusch. Warte mal, wie viele von den Dingern gibt es eigentlich? Oh, es gibt gar nicht so viele. 25 insgesamt. Aber etliche von den Karten tatsächlich. Okay, boy. Weg mit dir. Ah, ah, es gibt's doch nicht. Guru! Wie viel hält so ein Typ aus, ey? Der Wirbel dritte vor die Nase. Oh Gott. Leute, ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Ihr wisst so genau, was jetzt kommt. Nix Gutes. So viel kann ich schon mal sagen. Alter. Oh, holy moly. Moment. Ich glaube, ich muss noch höher. Ich glaube, das bringt mir eh nichts. Moment. Wir gehen erst mal weiter nach da. Okay. Mehr du. Bam. So muss man gegen so ein Vieh kämpfen. Das war ziemlich erfolgreich. Ich weiß auch immer noch nicht, was ich hier mit dieser Aufnahme überhaupt mache. Weil eigentlich haben wir absolut keinen, ich sag mal... I smell tacos. Puh, reiß dich zusammen, Daniel, reiß dich zusammen. Du wirst dich nicht über unnötige Scheiße aufregen. So. Wie das zum Beispiel. Nein, entspann dich, Daniel. Entspann dich. Ist Game Over gegangen, aber alles ist gut. Alles ist gut. Entspann dich. Es gibt gar keinen Grund, das Spiel dafür zu haten.
Es ist einfach mega unnötig, war gerade. Okay. Ich hasse diese Viecher so sehr. Wirklich. Ich weiß gar nicht, wie ich meinen Hass irgendwie in Worte fassen soll. Okay, wenigstens sind die Karten... Also alles, was wir schon eingesammelt haben, ist auch eingesammelt. Wir müssen eigentlich nur das Level von vorne machen. Ist auch nervig, aber da gibt's Schlimmeres. Weil faktisch gesehen müssen wir es eigentlich nicht. Wir können auch einfach den hier machen. Ha! Denkt ihr wohl, ne? Oh, fuck. Oh, okay. What? Waren die gerade eben auch schon alle da? Oh Gott, scheiße. Well, that was restful. Oh Gott. Wenigstens hat man dann immer wieder drei Leben. Nee. Einfach. Diese Viecher sind einfach nur. Ah. Komm, hör doch auf. Ich meine. Man rollt, springt quasi Drehangriff machend auf sie zu. Sie machen einem trotzdem noch Schaden. Ich meine, in welcher Welt ist das bitte fair? Was? Okay. Okay. Alles klar. Mach mal dann so, ne? Ah, komm. Lass mir die Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Ich hab keinen Bock, mit den Arschlöchern hier rumzureden. Gott. Oh. Ah. Verdammte Scheiße. Die halten aber auch richtig viel aus. Ah, der ist da runtergesprungen. Nee, dem springe ich jetzt nicht hinterher. Das ist mir zu blöd. Ah. Nein. Ja, das hat sich jetzt absolut nicht gelohnt. Ich wollte eigentlich beide damit erwischen. Hab letztendlich nur einen damit erwischt. Naja. Passt schon. Okay. Ja, das Spiel ist schon tricky. Es ist auf jeden Fall kein Sly oder sowas, wo du mal eben easy durchmarschieren kannst. Es ist schon... Man muss schon ein gewisses Skill-Level haben, würde ich sagen, dieses Spiel zu spielen. Okay. Das ist sogar der... Achso, ne, hier, das ist der legitime Weg. Okay. Warte mal. Okay. Also hier ist so ein Ding. Es macht mir ein bisschen Angst, in was sich das hier teilweise entwickelt, in welche Richtung. Ihr seht hier die Sprünge, die man machen muss. Oh, my body. God damn it! Dieses Viech! Wie kann eine Gegnerart so verdammt nervig sein? Wirklich. Das ist unfassbar. Du kannst sie aber auch fast nicht erwischen irgendwie. Okay. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Okay. Und die doch. Ha! Ah, geh weg. Mhm.
So, das hier ist jetzt im Endeffekt... ist die Frage... Ich glaube, ich weiß, was ich hier tun muss. Oh Gott. Das wird auch interessant. Puh. Boah, ob ich das hinkrieg? Okay. Oh, jujui. Auch verdammt knapp. Oh, oh, die Skills mit Z, Leute. Die Skills mit Z. Komm. Ich brauch mal wieder ein paar... Pünktchen, um coole Dinge zu tun. Und ihr seid die Gegner, die definitiv am leichtesten zu besiegen sind. Ah, okay. Gut. Gebe ich mich mit zufrieden. Hab ich kein Problem mit. So, jetzt können wir aber auch hier lang gehen. Das ist... das ist so ein Suizidweg hier, einfach über diesen Luftschacht. Okay. Diese Drecksviecher, ey. Okay, den hab ich sogar nebenbei noch erwischt, schön. Ah. Boys. Es wird Zeit. Für den Todesmagnet oder so. Bye now. Nein, gib mir die ganzen Punkte. Nein, gib mir alles her. Verdammten Arschlöcher. Ist hochexplosiv. Okay. Die sind aber wirklich machbar, diese Gürteltiere oder was auch immer das sein soll. Also das ist nichts Unschaffbares, die... Oh. Okay. Oh Gott. Ich glaube, mehr muss ich gar nicht hier weiter. Oh nein. Oh nein. Oh, geh weg. Geh einfach weg. Okay. Da muss ich jetzt rüber. Wie viel habe ich denn? Oh, ich habe schon relativ viel. Okay. Da ist ein Herz. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Generell frage ich mich, ob man in andere Levels zurückgehen kann und da einfach die Herzen farmen kann. Das sollte eigentlich eine Möglichkeit sein. Bei Sly hat das ja auch so ähnlich funktioniert. Geh weg. Okay, hier ist eine Flasche. Zwei Flaschen fehlen noch. Tja, soll ich mir das wirklich antun? Oh, ich habe eine nicht gekriegt, ey. Verdammt. Okay. Egal. Es ist nur die eine, die ich dann noch oben kriegen muss. Okay.